Hallo, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei meinem Podcast zu meiner 171. Folge. Ja, bist du bereit für Veränderungen? Möchtest du große Entscheidungen endlich treffen? Dann bist du genau richtig hier bei meiner neuen Folge, nämlich genau darum geht es. Bevor wir losstarten, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Caro Fraundorfer. Ich bin selbstständige Apothekerin hier in Wien und auch Resilienztrainerin, Ernährungsberaterin und dein Host für diesen Podcast. Ja, mein letzter Podcast war im Juni, also doch schon einige Zeit her. Und ich hoffe, dass du in der Zwischenzeit einen sehr schönen Sommer hattest. Wir hatten ja einen sehr langen Sommer, auch einen sehr heißen Sommer. Aber speziell jetzt diese Oktobertage konnte ich ja ziemlich genießen, auch wenn ich weiß, dass es für unsere Natur nicht gut ist, wenn es so warm ist. Und ich denke, auch du leistest kleine Beiträge für unsere Natur. Man kann ja im Alltag so einiges umstellen, statt Kotelett zu grillen oder Spare Ribs, einen Quietschkäse, einen Halloumi und heimisches Gemüse. Also man kann, glaube ich, auch schon einiges machen, um dem Klimawandel entgegenzusetzen. Aber letztendlich, ja, müssen wir auch Fakten akzeptieren lernen, mit neuen Umständen im Leben lernen und ja, ich finde vor allem auch das Beste draus machen. Und um Veränderungen geht es auch heute in dieser Podcast-Folge und ja, die Veränderungen, die beginnen ja eigentlich in uns. Wir entscheiden, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen und vor allem auch, wo unsere persönlichen Prioritäten liegen. Und daher möchte ich auch in dieser Folge einmal mehr darauf eingehen, was wir Menschen zu verändern vermögen. Wie stark und mutig wir sein können, einzeln, also individuell, aber auch im Kollektiv. Zu oft denken wir, ich schaffe das nicht. Ich weiß, dass ich was ändern muss, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie. Und das erfahre ich auch in meiner Praxis wirklich oft, dass Menschen spüren, sie müssen was ändern, aber wissen nicht, wie sie das anstellen sollen. Egal, ob es jetzt Probleme im Job oder in der Beziehung sind oder beides. Wir können nicht einfach auf eine Stopptaste drücken. Wir können zwar auf Urlaub fahren, wegfahren, aber die Realität und unsere Probleme holen uns eigentlich immer ein. Zumindest habe ich das so in meinem Leben kennengelernt. Wir werden immer wieder vor Aufgaben gestellt und bis wir sie nicht gelöst haben, kommen sie immer wieder zurück. Vielleicht schauen sie ein bisschen anders aus, aber weglaufen, das bringt nichts, sondern sich den Herausforderungen zu stellen. Es gibt ja gravierende Herausforderungen, Probleme. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit chronischen Leiden beschäftigt und ich glaube, wirklich sehr schwierig sind körperliche Probleme. Es gibt dann kein Weglaufen oder Ablenken. Unser Körper ist unsere Hülle, die wir unser ganzes Leben mit uns mittragen. Und deswegen ist es doch so wichtig, dass wir uns in unserem Körper auch zu Hause fühlen können und wohlfühlen. Und wahrscheinlich ist es sogar die Voraussetzung, dass wir uns in dieser Welt zu Hause fühlen und auch zurechtfinden können. Eine Welt mit so viel Veränderungen. Du findest auch auf meinem YouTube-Kanal einige Vorträge zu den Themen chronische Leiden, also zum Beispiel chronische Hautprobleme, Magen-Darm-Probleme, Allergie, Migräne, Autoimmunerkrankungen, sogar Tinnitus. Einfach nur meinen Namen eingeben, Caro Fraundorfer, und du kannst sie gratis runterladen. Ja, also viele Menschen mit chronischen Schmerzen, und das werden immer mehr, das sehe ich auch in der Apotheke, stehen dafür riesigen Herausforderungen. Aber auch es gibt immer mehr Menschen, habe ich das Gefühl, die so auch unzufrieden mit sich selbst sind. Auch das Äußerliche, also finden sie sich nicht schön genug oder zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Wir finden ja immer etwas, was uns nicht an uns gefällt, was uns stört. Auch psychische Probleme äußern sich ja nach einiger Zeit immer durch körperliches Unwohlsein auch. So wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, schlechte Laune, Depression. Wahrscheinlich kennst du das. Schlafstörungen, Kopfschmerzen. Aber auch umgekehrt.
Chronische Schmerzen können sehr auf unsere Psyche gehen. Wir verlieren dann leicht den Mut. Und ich habe es auch selber bei mir erfahren, diese ständigen Schmerzen nagen an unserem Selbstwert und ja, Selbstwertgefühl und an unserer Selbstliebe. Das kann bis zur Isolation führen. Ich weiß noch im Studium, ich hatte wirklich sehr, sehr viele Migräneattacken und ich wollte dann eigentlich auch gar nicht mehr ausgehen. Ich habe mich selbst nicht gemocht. Also das sind solche Negativspiralen, egal welche Art jetzt, ob es jetzt körperlich, psychisch ist, ob wir vor großen Problemen stehen, die Frage ist, wie kommen wir da wieder raus? Wie schaffe ich es, so große Veränderungen in meinem Leben, wie zum Beispiel einen Jobwechsel oder eine neue Beziehung oder endlich mich selbst zu lieben, mir selbst zu vertrauen? Diese Fragen möchte ich jetzt in diesem Podcast mit dir gemeinsam versuchen zu beantworten. Natürlich, wenn du Depressionen hast, ist es natürlich ganz wichtig, dir Hilfe von außen zu nehmen, von Therapeuten. An dieser Stelle möchte ich das auf jeden Fall erwähnen. Aber was können wir jetzt tun, wenn wir uns in unserem Körper nicht wohlfühlen? Wenn wir vor großen Entscheidungen stehen, die wir einfach nicht tragen können, weil so viel davon abhängt? Ich habe so ein bisschen im Vorfeld im Internet recherchiert. Da gibt es natürlich immer ziemlich viele gute Tipps. Muss ich auch sagen, auch gute Tipps. Und ich möchte jetzt auf einige eingehen und dann nachher dir meinen Senf dazugeben. Zum Beispiel steht im Internet Geduld. Wir sollen Geduld haben. Das ist jedenfalls nicht meine Stärke, zugegeben. Und wahrscheinlich lösen sich einige Probleme auch von alleine. Aber es verleitet uns auch, Entscheidungen immer wieder aufzuschieben. Also wenn du selbst spürst, so geht es jetzt wirklich nicht mehr weiter. Ich fühle mich schlecht. Der Zeitpunkt ist gekommen, einen eigenen Weg zu beschreiten, etwas Neues auszuprobieren. Dann, glaube ich, ist Geduld nicht der beste Tipp. Man kann geduldig sein, wenn ich beginne einen neuen Weg und ich merke am Anfang, ich scheitere oder es geht nicht so weiter, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist Geduld sicher gut. Aber die Probleme immer geduldig vor sich hinzuschieben, glaube ich, ist nicht die richtige Strategie. Erreichbare Ziele setzen. Ja klar, also das ist natürlich gut, wenn wir immer wieder nur uns Ziele setzen, die wir auch wirklich erreichen können. Aber was mir ein bisschen fehlt, ist so die große Vision, das, was ich wirklich erreichen möchte, das ich wirklich ändern möchte. Es ist aber meine persönliche Strategie, mir große Ziele zu setzen, zu visualisieren, mir vorzustellen, wie ich es gerne haben möchte, aber dann kleine Schritte, kleine erreichbare Ziele zu diesem großen Ziel mir vorzunehmen. Also ich nähe mich Schritt für Schritt meinem persönlichen Ziel. Aber der große Vorteil ist auch, dass ich nicht mein Gesicht verliere, wenn ich mein großes Ziel nicht erreiche. Wenn ich merke, am Weg dorthin, es gibt einfach auch andere Wege. Und wir ändern uns ja auch im Laufe unseres Lebens. Unsere Prioritäten, unsere Werteskala ändert sich. Also man darf auch dann wirklich mal sagen, nein, das Ziel, das ich mir visualisiert habe, ist schön und gut, aber ich sehe mich jetzt eigentlich woanders. Deswegen auch immer gut, sich kleine Schritte vorzunehmen, erreichbare Ziele, aber ich finde, eine Vision brauchen wir alle, um wirklich den Mut zu haben und auch die Energie, die Kraft zu haben, etwas zu verändern. Ich habe da auch in vielen Gesprächen in meiner Praxis genau diese Problematik besprochen und weiß, dass so eine Visualisierungsübung helfen kann, Perspektiven zu ändern, sich selbst einmal von außen zu betrachten und so wie einen eigenen Freund zu betrachten, weil wir können ja meistens unseren Freunden ziemlich gute Tipps geben, aber uns selber nur schwer. Und wenn du dann da wirklich auch einmal die Perspektive wechselst und sagst, okay, ich höre mir jetzt meine eigene Geschichte an und schaue, was ich mir selbst für Ratschläge geben würde. Das ist dann sozusagen dieses, was dann kommt, ist ein Commitment.
Also du merkst dann, wenn du die Perspektive wechselst und dich einmal von außen betrachtest, dass du dir das ja wert bist, eine Veränderung, etwas vielleicht loszulassen, was dir nicht gut tut. Und das ist so wichtig. Das ist wahrscheinlich der wichtigste und auch schwierigste Schritt, dieses Commitment zu sich selbst. In meinem Self-Care-Konzept, das Care-Logo sagt dir vielleicht etwas mit der grünen Blume. Das C steht auch für Commitment. Das A steht übrigens für Attitude, R für Resilience und das E für Empowerment. Also dieses Commitment bleibt sozusagen immer erhalten, immer wieder auffrischen, sich selbst immer wieder sagen, ich bin es mir wirklich wert. Und dann kommst du auch in die Umsetzung, dann kommt das Empowerment. Also wenn dich das interessiert, kannst du auf meine Webseite gehen, da habe ich auch mein Self-Care-Konzept ein bisschen beschrieben, worum es da geht. Genau. Dann steht auch im Internet, sich selbst Komplimente machen. Da bin ich ein bisschen vorsichtig damit, denn wenn ich mich selbst nicht gern habe, wenn ich mich selbst nicht lieb habe und ich sage mir, ah, ich habe dich so lieb, dann nehme ich mir das selbst nicht ab. Also ich würde dann vorschlagen, wenn du dich in deiner Haut nicht wohlfühlst, mal auf den Kern zu stoßen, woran liegt es denn eigentlich? Das ist so wichtig und nicht überall Post-its hinhängen, das wird halt in den Social Medias auch gerne empfohlen. Ich liebe mich und ich bin so toll. Man kann sich selbst ein Lächeln ins Spiegelbild schicken, das finde ich sehr gut, das mache ich auch gerne in der Früh. Da beginnt der Tag schon mal sehr positiv, aber sich selbst was vorzumachen, finde ich nicht gut. Man darf auch ehrlich mal sagen, ich bin jetzt sauer auf mich oder ich bin jetzt nicht einverstanden mit dem, was ich gemacht habe. Oder das hätte ich besser machen können. Man darf ruhig auch ein bisschen selbstkritisch sein, aber nicht selbst sabotieren, also nicht selbst sich fertig machen, sondern einfach ganz ehrlich zu sich sein und versuchen, auf den Kern zu stoßen. Wo liegt eigentlich mein persönliches Problem? Warum mag ich mich nicht gerade? Dann ein weiterer Tipp wäre, Social Media verbannen. Auch schwierig in unserer Zivilisation. Ganz weg von Social Media ist schwierig, für manche nicht. Aber ich finde es trotzdem auch ein ganz gutes Tool, um Communities zu finden mit gleichen Interessen und sich vielleicht auch inspirieren zu lassen. Man kann sich ja selbst so Limits setzen. Ich möchte in der Woche nur so und so viele Stunden in den Social Media verbringen. Das kann man ja auch beim Smartphone, glaube ich, schon einstellen. Aber ich finde schon, dass es sehr wohl auch sinnvolle Aktivitäten in den Social Media gibt. Muss ja nicht alles lesen und nicht alles glauben vor allem. Dann ein Tipp auch aus dem Internet ist nicht vergleichen. Dem stimme ich auch nur halb zu. Natürlich, wenn wir uns permanent mit den Allerbesten der Welt vergleichen, dann fühlen wir uns wahrscheinlich immer schlecht. Aber wenn wir uns auch mal mit anderen Menschen vergleichen, denen es nicht so gut geht oder die nicht so viel geschafft haben wie wir, dann finden wir vielleicht irgendwo diese goldene Mitte, den realistischen Standpunkt, wo wir eben gerade stehen. Also sich immer nur mit den Besten zu vergleichen, finde ich nicht gut. Das frustriert. Was mir aber in meinem Leben schon auch sehr geholfen hat, ist Menschen, die etwas geschafft haben, was mir persönlich auch gefällt, was meinen Werten entspricht, dass ich von diesen Menschen lernen kann. Ob das jetzt eben aus dem Internet ist oder aus Büchern oder aus Filmen, das hat mich auch immer in meinem Leben schon sehr inspiriert. Wichtig ist halt da dann auch diese Menschen nicht kopieren zu wollen, sondern den eigenen Weg zu gehen. Aber so ein bisschen sich zu vergleichen mit anderen. Ich glaube, es geht auch gar nicht, sich überhaupt nicht zu vergleichen, aber da einen schönen Mittelweg zu finden, wäre schön. Dann auf die eigenen Bedürfnisse achten. Also das unterstreiche ich, Rufzeichen, Rufzeichen, unbedingt. Also Achtsamkeit ist so ein wichtiges Werkzeug für uns, um unseren Weg zu finden, um uns wohlzufühlen. Ich habe auch in der letzten Podcast-Folge über Wellbeing gesprochen, was wir alles tun können, um unsere Selbstakzeptanz auch zu steigern. Und vor allem auch die Frage ist ganz wichtig, was tut mir gut? Woher hole ich meine Kraft?
Wie kann ich mich erholen? Also das sind ganz wichtige Fragen, wo wir wahrscheinlich viel zu wenig Zeit uns nehmen, uns diese Fragen zu stellen. Und ja, ein wichtiger Gamechanger war das eigentlich auch in meinem Leben, mich auf das Positive zu fokussieren. Also wenn ich etwas in meinem Leben verändert habe, dann sind diese Veränderungen meistens auch schmerzhaft, weil es hat eigentlich fast immer mit Loslassen zu tun. Und ich habe dann gelernt in meinem Leben, mich wirklich auf die Vorteile zu konzentrieren, also zu fokussieren, immer zu überlegen, okay, ich muss jetzt was loslassen, das tut mir weh, aber was tut es Gutes in mir, für mich? Also wirklich diese Achtsamkeit auf die eigenen Bedürfnisse. Und dann spürst du auch, dass du eben von deinen Schritten wirklich profitierst und das ist dann natürlich auch wieder eine Motivation für Entscheidungen. Ich denke sogar, dass mir das den Mut in meinem Leben gebracht hat. Also diese auf das zu konzentrieren, was mir eigentlich gut tut. Und auch auf Menschen, die einfach schon viel geschafft haben, die mich inspiriert haben. Ich glaube, diese zwei Sachen waren für mich in meinem Leben, meinen größten Entscheidungen, am wichtigsten. Natürlich ist auch wichtig zu wissen, also welchen Menschen ich folgen möchte, welche Menschen mich inspirieren, welche Werte ich habe. Also das ist unglaublich schwer, war auch ein Thema in der letzten Podcast-Folge. Ich muss zuallererst meine Werte kennen, um große Lebensentscheidungen treffen zu können. Nämlich wenn ich nicht weiß, was mir wichtig ist, wo meine Prioritäten liegen, dann ja, dann ist es sehr schwierig auch zu wissen, welche Veränderung mir gut tut, welche Entscheidungen ich treffen soll und was ich loslassen soll. Was gewinne ich eigentlich dabei? Ich finde es toll, die jungen Leute heutzutage, habe ich das Gefühl, die wissen sehr wohl, wo ihre Werte liegen, wo ihre Prioritäten liegen. Ich habe zwar gewusst, Familie ist mir wichtig und anderen helfen ist mir wichtig, aber so klar ist mir das eigentlich erst die letzten Jahre geworden. Was natürlich auch helfen kann, wenn du dir jetzt denkst, ich habe keine Ahnung, wo meine Werte liegen. Ich habe vieles, was mich interessiert, aber weiß nicht. Dann sind auch Communities eigentlich wirklich recht super, weil die dann gleiche Interessen haben. Also wenn ich gewisse Communities, also im Offline-Leben, nicht online, offline, interessieren, wo du deine Interessen teilen kannst, so kommst du dann auch immer ziemlich gut auf Menschen, die dir im Leben weiterhelfen, die dir auch zeigen können, wo deine Prioritäten liegen. Also wir haben zum Beispiel durch unsere Hündin wirklich einige nette Menschen kennengelernt, die mittlerweile auch wirklich enge Freunde geworden sind und durch die Schule, also gemeinsame Interessen bringen Menschen zusammen und zeigen dann auch Werte und Prioritäten. Ganz wichtig ist halt auch, sich Zeit zu nehmen, weil wenn ich mir nicht selbst für mich Zeit nehme, wie soll ich dann wissen, wo meine Werte liegen? Also verabrede dich mit dir selbst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, und ich glaube, wenn diese Voraussetzungen passen, wenn du dir im Klaren bist, was dir wichtig ist, dann hast du auch Mut zur Veränderung. Im letzten Podcast ging es auch um die Gelassenheit. Also, wie kann ich gelassen bleiben bei Dingen, die ich einfach, bei Situationen, die ich nicht verändern kann? Jetzt geht es aber darum, Situationen, die ich ändern muss, weil ich mich einfach ganz schlecht fühle. Und dann ist halt die Frage, wie schaffe ich das? Also du weißt vielleicht jetzt mittlerweile deine Werte, deine Prioritäten. Du nimmst dir Zeit für dich selbst und hast das Commitment, dass du dir denkst, okay, ich bin es mir wert und spürst den Mut zur Veränderung, aber es klappt doch nicht. Es klappt nicht, weil ja, vielleicht wegen Geldsorgen, weil du die Sicherheit brauchst. Ich denke allerdings, das sind alles nur Ausreden. Natürlich ist es auch wichtig, die Sicherheit, aber ich denke, in den meisten Fällen ist es
das Selbstwertgefühl einfach, was uns fehlt, um den letzten Schritt zu machen zu einer Veränderung, zu einer Entscheidung. Aber ich kann dir sagen, du hast es voll drauf. Sag mal ganz laut, ich hoffe, es ist niemand da gerade, vielleicht sitzt du im Auto und hörst den Podcast, mach auf Pause und sag ganz laut, ich hab's voll drauf. Wie fühlt sich das an? Und da gibt es kein Ja-Aber, weil ich weiß genau, du hast schon in deinem Leben so viel geschafft. Das ist auch eine ganz wichtige Übung im Webinar. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben sich auf drei wichtige Entscheidungen im Leben oder drei Hürden, die sie geschafft haben, ob es jetzt im Job ist oder in der Familie. Und keiner hat noch nichts hingeschrieben. Es gibt sicher auch etwas, was du schon geschafft hast. Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn du es jetzt gerade nicht weißt, dann rufe eine Freundin an oder einen Freund oder Familienmitglieder, deine Kinder und frag, hey, was habe ich eigentlich in meinem Leben schon mal geschafft? Und ich bin mir sicher, du bekommst gute Antworten. Und mein Online-Webinar, das ist auch auf der Webseite jederzeit abrufbar ist, verfügbar ist, brauchst nur anklicken. Das schenkt dir eben auch diesen Mut, um dieses Selbstwertgefühl auch wieder zu steigern und diesen Mut, um etwas zu verändern, um wahrscheinlich auch mit anderen darüber zu reden. Wir können halt wirklich Ratschläge von Freunden manchmal gar nicht so leicht annehmen, wenn wir verunsichert sind, aber nimm dir auf jeden Fall Zeit, verabrede dich mit dir selbst. Das ist auch ein super Trick, wenn du es in deinen Kalender schreibst, deine Verabredungen mit dir selbst, weil wenn du dann ein Angebot bekommst oder irgendwas anderes erledigen solltest, dann kannst du in den Kalender schauen und sagen, ah nein, Entschuldigung, da habe ich schon was ganz Wichtiges vor. Hol dir dann deine Kraft zurück, wenn du dir Zeit für dich nimmst. Überleg dir, wo sind überhaupt meine Kraftquellen? Bei mir ist es die Natur und das Beisammensein mit Freunden und Familie. Und wenn dich Berge auch so faszinieren wie mich, dann besuch mich doch auf Instagram oder Facebook. Ich teile dort meine Reise nach Nepal, eine Trekkingtour. Und ja, das ist meine ganz persönliche Verabredung mit mir selbst. Ich nehme dich da gerne mit und du erfährst dann, wie diese Reise, was diese Reise in mir bewirkt und welche neuen Chancen sich für mein Leben eröffnen. Ja, es sind über 3000 Follower, glaube ich, auf Instagram oder mehr. Also ich freue mich, wenn du da auch mitmachst. Wäre echt schön. Und ja, übrigens, Selbstwert hat nichts mit Followern zu tun oder Kommentare. Also wenn du auch aktiv bist in den Social Media, lass dich nicht von Followerzahlen irgendwie irritieren oder von Kommentaren, denn vergiss es nicht, dein Leben spielt sich im Offline-Modus ab, noch immer. Das ist ganz wichtig. Versuch einfach, das Internet als Inspiration zu sehen oder Ideen zu holen, aber lass es nicht dein Leben dominieren. Jetzt kurz nochmal zusammenfassend, wenn du eben vor großen Entscheidungen stehst, was kannst du machen? Gestehe dir mal zu, was du alles schon geschafft hast. Du hast es drauf. Mach dir Mut zur Veränderung und sag dir wirklich, du bist es dir wert. Dieses Commitment, das ist sicher in dir drinnen. Und überleg dir vorher schon, wo deine Werte liegen und such dir Menschen, die schon einen ähnlichen Weg gegangen sind, wie du gehen möchtest. Menschen, die du bewunderst. Schau dir an, welche Strategien die gehabt haben. Lerne draus. Aber nimm dir unbedingt Zeit dafür. Verabrede dich mit dir selbst. Und dann setzt du dich in Bewegung und du beginnst Schritt für Schritt deinen ganz eigenen persönlichen Weg Richtung dem großen Ziel, was du dir visualisiert hast. Und denke auch immer daran, dass du dein Ziel noch ändern kannst. Du kannst es noch adaptieren. Und ganz wichtig auch, wenn du es schaffst, dann hol dir Familie und deinen Freundeskreis zur Unterstützung ins Boot. Die unterstützen dich sicher gerne und so wirst du das ganz bestimmt schaffen. Große Entscheidungen, vergiss nicht, haben auch was mit Loslassen zu tun und so auch mit Schmerzen, mit Leiden. Aber wenn du dich
darauf fokussierst, was dir das bringen wird, wie du dich danach erfüllen wirst, welchen Mehrwert du für dich erzielen wirst, dann glaube ich, wirst du nicht dreimal überlegen, dann wirst du die Veränderung auch wirklich zulassen und ganz gestärkt aus dieser vielleicht schwierigen Situation rausgehen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du anderen von meinem Podcast erzählst, vom Webinar. Und ich denke, Menschen, denen ich helfen kann, die haben mich schon bisher immer irgendwie gefunden. Und meistens, also aktive Werbung mache ich nicht. Da ist mir mein Offline-Leben doch zu wichtig, da nicht so viel in den Social Media zu sein oder halt im Internet zu sein. Aber wenn du es weitererzählst, dann würdest du mir auch wirklich sehr helfen. Melde dich auch gern für meinen Newsletter an. Da gibt es auch immer wieder Tipps, auch aus der Apotheke und aus meinem Self-Care-Konzept. Und auch einen Blog gibt es in der Apotheke in Wien zu mehr Körpergefühl und Wohlbefinden. Wenn du Fragen hast, kannst du mich auch sehr gerne kontaktieren. Und ich wünsche noch einen wunderschönen Herbst und viel Freude bei der Veränderung und Mut, um große Entscheidungen zu treffen. Deine Caro.